Hallo! Wie schnell ging das denn jetzt? So? Ihr kleinen Tiefstapler. Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ja, genau. Ihr seht richtig, es gibt wieder einen Vlog und es gibt einen Vlog über meine Reise mit meiner Freundin Steffi nach Paris. Wir machen heute einen City-Trip und wir nehmen euch mit. Seid einfach gespannt und ja, lasst euch überraschen, was wir uns so haben einfallen lassen. Also bis später. Ja Leute, wie ihr seht, die Ferien haben begonnen bei uns und es ist voll. Und es ist jetzt morgens um 6.43 Uhr und Wahnsinn, wie viele Leute hier unterwegs sind. Und ja, jetzt sind wir mal gespannt, ob unser Flug geht oder ob der jetzt noch tatsächlich gestrichen wird. Weil ich habe gehört tatsächlich, dass auch schon Flüge gestrichen wurden bei Leuten, die am Gate waren. Also seid mal gespannt mit uns. Das war ein ganz kurzweiliger Flug, 50 Minuten und wir sind schon da, Leute, also wirklich easy. Und jetzt geht's los. Jetzt suchen wir uns erstmal einen Uber-Fahrer, oder? Yes. Okay, also, let's go. Ein Uber-Fahrer für den ganzen Tag am besten. Okay, jetzt haben wir uns erstmal ein Taxi geschnappt und jetzt geht's in die Anse Rue François. Das ist, glaube ich, so eine Geschäftsstraße, würde ich sagen, aber da sind auch die Sehenswürdigkeiten in der Nähe und da werden wir uns erstmal ein schönes Kaffee suchen, um da erstmal zu frühstücken. Ja, genau, das ist mal der Beginn. Also dann, bis gleich! Also gehen wir jetzt ins Café Paul, was auch immer das da hat. Mal schauen, Jakob hat gesagt, das ist richtig gut und jetzt sind wir da mit voller Erwartungshaltung. Leute, heute ist ja Sonntag und wir haben halt gehört, auch am Sonntag sind hier wirklich fast alle Läden offen. Und da muss ich schon sagen, wo gibt es das schon bei uns in der Schweiz oder auch in Deutschland? Ja, und würdet ihr das feiern, wenn die Läden auf wären? Am Sonntag würdet ihr dann hingehen oder sagt ihr, das passt schon so, das braucht's nicht? Gebt doch mal einen Kommentar unten, wie ihr das seht. Würdet ihr Sonntag shoppen gehen? Also wir werden jetzt jedenfalls mal ein bisschen die Stadt unsicher machen, aber erstmal, wie gesagt, geht's ins Café. Also dann. Feststelle ist, dass es wirklich viel sauberer geworden ist hier in Paris. Das letzte Mal, als Patrick und ich waren, war überall Schmutz auf den Straßen und es hat unangenehm gerochen. Die hatten irgendwie Probleme mit der Kanalisation. Und jetzt ist es wirklich viel sauberer, auch am Flughafen, Leute. Es war alles ganz modern und neu, die Toiletten richtig gut. Da war ich von der Schweiz, also heute Morgen, von den Toiletten echt geschockt, weil tatsächlich schon morgens die Toiletten unsauber waren, also dreckig waren und kein Toilettenpapier. Das heißt, die wurden gar nicht gereinigt gestern. Finde ich schon krass auf so einem Flughafen und noch dazu in der Schweiz. Nein, das ist nicht nur für mich alleine, das teilen wir uns natürlich alles schön zu viert. Genau, und wir erklären auch gleich, was wir hier Schönes haben. Also, die heißen wie? Bau Schokolade. Bau Schokolade. Okay, mein Französisch ist einfach suboptimal und wir werden das nachher noch für euch kosten. Also ich werde das kosten, weil ich kenne das gar nicht. Ich kenne Schokocroissants und nicht das. Dann haben wir hier so ein Aprikosenteilchen, aber das beansprucht Steff für sich alleine. Ist kein Problem. Aber die zwei, die werden wir nochmal teilen und ich glaube, die werden richtig geil sein von innen, weil die haben bestimmt Schoko innen drin. Beignet au Schokolade. Beignet au Schokolade.
Und dann, was haben wir noch? Eine Schnecke. Also wir haben ja gesagt, wir wollen halt auch Schnecken kosten. Das ist die Schnecke. Also andere Schnecken kommen bei mir nicht im Mund. Bei dir auch nicht, oder? Aber Jakob will sie zur Verfügung stellen. Ich würde es machen, auf jeden Fall. Okay, also wenn wir Schnecken treffen, werden wir Schnecken essen. Also nicht alle. Okay, dann haben wir das schon? Nee, das ist noch ein Baum. Okay, also ich glaube... Oh mein Gott, und wie ist das? Also viereckiges, auch wieder mit Schoko gefülltes etwas. Und ich sag euch dann, ob das anders schmeckt als das. Oder ob das im Prinzip alles dasselbe ist, nur verschiedene Formen. Und dann kann ich euch sagen, was ihr euch holen könnt, wenn ihr das nächste Mal in Paris seid. Also gut, legt mal los, oder? Ja. Also naja, das Durchschneiden ist schon ein bisschen schwierig mit Holzbesteck, aber ich finde es nicht schlecht, dass man hier auch so ein bisschen... Nicht mit Plastik. So sieht das aus. Ich muss aufpassen, die Tauben. Nicht, dass die mir das hier von der Gabel reißen. Die sind mega frech. Okay. Also. Nicht schlecht. Ich glaube, 10 Stück würde ich nicht abbringen. Nein, also 10 gebe ich schon mal nicht. Das ist mir zu trocken. Ohne Kaffee wird es schwierig. Ist okay. Ja. Falsch. Also, gib mal ab, ich sage, ich auch, 6? 6. Ja, 5, ich hatte schon bessere. Wow, ab Vergleich. Würde ich genau gleich sagen. 6 ist das Maximum. Schade eigentlich, Paul. Ah, schon das nächste. Alles klar. Okay. Das ist gut. Das ist, das ist so eine Art Krapfenteig, nur nicht gefüllt mit Marmelade oder Vanille, sondern mit so einer richtig schönen Schokolade. Also das ist auf jeden Fall besser. Meiner Seite hat bestimmt auch viel weniger Kalorien. Es schmeckt schon sehr nach Kalorien. Also ich würde jetzt mal sagen, eine Note 8. Okay, ich würde sogar eine 9 geben. Ja, eine 8. Zur 9 fehlt der Strand dazu. Und Jakob? Ich finde, es schmeckt echt lecker nach einem Donut. Oder? Stimmt, ja. Es schmeckt nicht Krapfen, sondern Donut. Es schmeckt total nach Donut mit einer ganz, ganz leckeren Schokofüllung. Deswegen gebe ich schon eine 9. Das, worauf wir uns eigentlich am meisten gefreut haben, es war eigentlich so ein bisschen... Enttäuschend. Ja. Hat ein bisschen abgelöst. Ja. Kann man echt nicht anders sagen, ja. Kann ja woanders besser sein. Also eigentlich zweite Station nach dem Essen, aber eigentlich haben wir noch gar nicht viel gesehen von Paris und haben jetzt wirklich sage und schreibe 2 Stunden da drin zugebracht und ich habe mir jetzt diese Tasche geholt, aber es ist krass, wie viel Zeit du in so einem Ding zubringen kannst, wenn du da jemanden zugeordnet kriegst, der dir was erklärt. Die reden so viel, mir ist der Kopf ist so groß bei mir, also ich weiß gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Und die machen sogar auf Geschirr und Haushaltswaren und da gibt es auch richtig tolle Sachen. Aber ich habe für mich dann irgendwie gewusst, okay, das wird bei uns eh nur rumstehen, das kommt für mich gar nicht in Frage. Und diese Tasche ist tatsächlich praktisch. Eine gute Freundin von mir hat die auch und die benutzt die ständig und die ist sehr robust. Also das weiß ich von ihr und wird auch nicht so schnell dreckig. Und von daher, weil ich immer so Taschen bei mir habe, wo ich so Ordner drin habe und so ein Stuff, ist die für mich auch sozusagen Mehrwert. Ich mag die, die gefällt mir, mit Tieren drauf, ist voll mein Ding. Also, das habe ich mir jetzt gegönnt sozusagen hier bei Dior. Natürlich hätten wir euch auch gern mitgenommen, aber es war nicht erlaubt, dass das Filmteam mit reinkommt. Das ist so ein Grundsatz von denen bei Dior. Aber wir werden euch natürlich Bilder reinsetzen, die wir von denen bekommen haben, wo ihr mal sehen könnt, was es da so für Räumlichkeiten gibt, was die so anbieten. Es ist über 3 Etagen, da drin gibt es sogar einen Kaffee. Ein Restaurant, wenn du vorher Plätze reservierst, kannst du da Mittag essen. Das heißt, du kannst eigentlich den ganzen Tag hier zubringen, wenn du das willst. Ich weiß nicht, wer sowas macht, aber scheinbar gibt es Leute, die hier stundenlang drin sind. Das soll quasi alles in einem sein oder es soll wie so ein Erlebnistag dann werden für die Leute, wenn sie herkommen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, die Schlange war mega lang. Ihr seht das ja nachher dann auch im Video. Also ganz anders noch als in Zürich und von 2 Seiten. Also wirklich krasses Haus. Hi. Bonjour.
gerade allen aufgefallen ist, dass man nicht mehr unten drunter durchlaufen kann. Das ist jetzt komplett zu. Es gibt, denke ich, nur noch einen Eingang, wenn man wirklich vorhat, darauf zu gehen. Und schade eigentlich, also es sieht auf jeden Fall nicht mehr genauso aus wie vorher, wo er noch so frei stand, finde ich. So, geschafft. Jetzt haben wir hier einen Platz organisiert. Es ist 14.30 Uhr und wir werden jetzt erstmal Mittag essen. Aber es war gar nicht so einfach, ne? Also vor allen Dingen draußen was zu finden. Es ist wirklich wahnsinnig voll und man will ja auch nicht in der Sonne sitzen. Und jetzt schauen wir mal, was es da auf der Karte hat. Also darauf haben wir gar nicht geschaut. Wir sind froh, dass wir überhaupt einen Platz haben. Cheers. Also, was haben wir hier? Ich habe Avocado-Toast gewählt. Sieht sehr fein aus. Und bei dir ist es Quinoa-Bowl, ne? Sieht auch sehr lecker aus, sehr gesund. Und du hast Caesar-Salat. Caesar-Salad. Mit einem halben Hähnchen. Jakob auch, ja. Halbes Hähnchen hier. Hat man so auch noch nie gesehen. Das hättest du gar nicht essen dürfen, oder? Wegen dem Dressing. Doch. Doch, das schon? Okay. Ich dachte immer, man darf da nicht so Dressing und solche Sachen essen. Doch, einfach nur rohe Eier, sonst nichts. Ja, genau. Ja, weil Steff ist nämlich schwanger und die muss jetzt auf einiges achten. Genau. Ja, hast du schon was gemerkt? Mein Körper natürlich. Und schon, dass man darauf achten muss, dass gewisse Sachen halt nicht gegessen werden sollten. Ja, aber sonst einfach weiterleben. Man ist ja gesund und nicht krank. Hast du schon was im Zahnfleisch gemerkt oder an den Zähnen? Nee, zum guten Glück nicht. Ich denke, wichtig ist, dass du weiterhin Zahnfleisch gut massierst beim Putzen. Aber sonst Holz anfassen. Alles bestens, oder? Bis jetzt alles bestens. Ja, genau, weil das ist ja so ein Problem, oder? Bei der Schwangerschaft, was sehr viele dann begleitet, so eine Schwangerschaftsgingivitis und in manchen Fällen tatsächlich eine Zahnverschiebung. Ich hatte schon mal eine Patientin, die hatte tatsächlich auf einmal eine Zahnlücke, die dann auch wieder zugegangen ist. Also war echt witzig. Die war jetzt letztens wieder da haben wir uns dran zurückerinnert. Ohne Korrekturspange oder so? Ja, die war schwanger. Und die ist insgesamt, der ganze Kiefer ist auseinandergegangen. Der ganze Kiefer, also die Nähte vom Kiefer, die sind ja zwar miteinander verwachsen, aber die hat auf einmal in der Mitte eine Zahnlücke. Das wird alles reiche durch die Hormone. Genau. Es war interessant. Ja. Also, ich glaube, wir also, mal yes. Guten Appetit. Guten schon wieder am Flughafen, auch ziemlich breit alle, ne, von der Hitze. Also wirklich, es ist so heiß und pflastermüde und viel gesehen. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt für uns alle. Wir hatten viel Spaß, vor allen Dingen in diesem Tuk-Tuk da oder was das war. Und ja, ihr werdet es ja gleich sehen. Und wie gesagt, ich bin froh, dass ich euch mitnehmen konnte. Gell, Steff? Cool, sie. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Super. Wir bitten sehr geschnallt zu bleiben, bis das entsprechende Leuchtzeichen ausgeschaltet ist. So Leute, jetzt bin ich echt kaputt. Seit heute Morgen um 4 auf den Beinen, jetzt haben wir es so 10. Das heißt, noch eine Stunde Fahrt bis nach Hause und dann kann ich endlich in mein Bettchen gehen. Aber vorher muss ich noch puscheln mit Jackie.
Ich hoffe, euch hat es gefallen und es hat euch Spaß gemacht. Und ja, lasst mir mal Kommentare da und seid wieder mit dabei beim nächsten Video. Eure Zahnfee.